Hallo, willkommen zurück. Heute schauen wir uns das nächste Thema an. Die Wochentage. Yemei HaShavua. Los geht's. Jetzt schauen wir uns die einzelnen Tage der Woche an. Bevor ich beginne, möchte ich erklären, dass im Hebräischen die Wochentage mit 1, 2, 3, 4, 5 und 6 gezählt werden. Wir beginnen wieder von rechts nach links. Der erste Tag ist Yom Rishon. Yom Rishon ist der Sonntag. Yom Sheni. Yom Sheni, der Montag. Yom Shlishi. Yom Shlishi, der Dienstag. Yom Revi'i. Yom Revi'i, der Mittwoch. Yom Chamishi, Donnerstag. Yom Shishi, der Freitag. Und zuletzt Yom Shabbat, der Samstag. Viele sagen auch zu dem Samstag einfach Schabbat, ohne das Yom davor. In Israel ist der Schabbat der siebte Tag der Woche, wie in Deutschland es der Sonntag ist. Am Schabbat haben alle Läden oder so gut wie alle Läden geschlossen. Jetzt schauen wir uns die Sätze dazu an. Beginnen wir mit dem Satz Hayom Yom Rishon. Hayom Yom Rishon. Heute ist Sonntag. Das Wort ist müsst ihr euch jetzt wegdenken im Hebräischen. Im Hebräischen gibt es das Wort ist nicht. Schauen wir uns die Worte einzeln an. Hayom. Hayom. Jetzt haben wir hier einmal das Hayom. Und nebendran das Yom. Der Unterschied ist, mit dem Hey am Anfang deutet es auf speziell diesen Tag hin. Also heute. Hayom bedeutet heute. Hayom ist Yom Rishon. Heute ist Sonntag. Yom ist der Tag. Und Rishon ist der Sonntag. Yom Rishon. Das Wort Rishon, da steckt die Wurzel Rosh drin. Das ist das Resh, Aleph und Shin. Die ersten drei Buchstaben. Rosh ist der Kopf, also der Beginn. Als Beispiel, der Premierminister in Israel heißt auch Rosh HaMemshela. Rosh HaMemshela. Memshela bedeutet Regierung und Rosh ist der Kopf. Also er führt, er leitet die Regierung. Gehen wir zu dem nächsten Satz. Bayom Shabbat Hakol Sagur. Bayom Shabbat Hakol Sagur. Hier haben wir jetzt das Wort Be-Yom. Der Buchstaben Bet deutet darauf hin, dass es in diesem Tag, also wörtlich übersetzt, in diesem Tag beziehungsweise an diesem Tag. Ba-Yom, Shabbat, Hakol, Sagur. Das quasi eben an diesem Tag, an dem Samstag, ist alles geschlossen. Das Wort Hakol bedeutet alles. Sagur heißt geschlossen. Das Wort Sagur gibt es auch in weiblicher Form. Ist jetzt hier nicht der Fall, aber wenn mir ein weibliches Wort vor dem Sagur stehen haben, dann sagen wir Skura. Ihr hört wieder Skura.
mit einem Hey am Ende. Ist jetzt hier nicht der Fall, ich wollte es nur erwähnt haben. Und hier ist nochmal explizit, wenn es mit einem B, mit einem Bet beginnt, deutet das auf diesen Tag hin. Bayom Shabbat Hakol Sagua. Nächster Satz. Ba Yom Chamishi Yeshli Chofesh. Ba Yom Chamishi Yeshli Chofesh. Auch hier wieder, Ba Yom an diesem Tag ist gemeint. Ba Yom Chamishi, also an diesem Tag, dem Tag Chamishi. Yesh li, das heißt, ich habe. Chofesh. Chofesh. Chofesh bedeutet Urlaub. Jetzt möchte ich speziell was sagen zu dem Yeshli. Ich werde auch ein eigenes Video dazu machen. Es ist eine Form, die ja meistens immer zusammenzieht, das Yesh und das Li. Wenn man das Wort Yesh, das Yud und das Shin einzeln irgendwo sieht, bedeutet es gibt. Yesh bedeutet gibt. Wieder das Beispiel, ihr geht in den Supermarkt und fragt die Verkäuferin oder jemand, der dort arbeitet, Yesh Bananot. Yesh Bananot. Gibt es Bananen? Dann kann die Person sagen, Yesh. Quasi, es gibt. Oder sie sagt auch Ken, was auch ja bedeutet. Aber viele antworten auch mit einfach Yesh. Es gibt. Und das Li, das Lamet und das Yud bezieht sich auf mich. Yesh Li. Ich habe. Es gibt auch Yesh La oder Yesh Lo, was so viel heißt wie ich habe, also Yesh Li ich habe, Yesh La sie hat oder Yesh Lo er hat. Aber dazu gibt es ein eigenes Video. Kommen wir zum nächsten Satz. Ani ba chofesh ba shavua haba. Ba Yom Sheni. Ani ba Chofesh ba Shavua haba ba Yom Sheni. Nächste Woche am Montag habe ich Urlaub. Ani bedeutet wieder ich. Ba Chamishi. Ba Shavua. Shavua bedeutet Woche. Haba bedeutet nächste. Ba Yom Sheni. Ani Bachofesh Ba Shavua Haba Ba Yom Sheni. Diesen Satz habe ich extra so geschrieben, dass wir jetzt hier das Beispiel mit dem Buchstaben Bet nochmal deutlich sehen. Ani Ba. Ich bin Chofesh, Urlaub, ba, in, Woche, nächste, in, Yom Sheni, wenn wir es jetzt mal wortwörtlich, buchstäblich übersetzen. Ani, ba, Chofesh, ba, Shavua, haba, ba, Yom Sheni. Nächste Woche, am Montag, habe ich Urlaub. So einfach ist das, wenn man es öfters sieht und auch hört, prägt sich das ganz schnell ein. Für mich war es auch schwierig am Anfang alles zu verstehen und mitzukommen, dass man ja nichts vergisst, aber mit der Zeit gewöhnt man sich daran und man muss gar nicht mehr darauf achten, es ist einfach im Kopf drin. Das war's jetzt mit diesem Thema. Die Wochentage, Yemei HaShavua. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst bitte ein Abo da und ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Shalom.